she doing? Hallo? Buca Pintu! Si Abahini, Pitara Sekara! Ah, crap! Sialano! Chepatan, Buca Pintu! Ah, Tai! It worked! There he is! Up there! Get on the gun! Oh boy. Wir hätten euch gerne ein ausführliches Video zum PS3-Knaller Uncharted Drakes Schicksal mit Bildern aus späteren Levels präsentiert. Dummerweise kam die Testversion aber erst kurz vor knapp bei uns an. Weil zwischen Aufzeichnen des Videomaterials und der Vertonung knapp ein Tag liegt, kann ich euch aber trotzdem einiges zum Spiel erzählen. In einer nächtlichen Marathonsitzung habe ich das Ding nämlich durchgespielt. Daran seht ihr zum einen, dass es relativ kurz ist. Wer gut am Controller ist, kann den Abspann in ungefähr 7 Stunden sehen. Andererseits aber auch so motivierend und fesselnd, dass man sich kaum davon losreißen kann, wenn man erstmal in die Welt von Drake eingetaucht ist. Eins noch vorweg. Wer eine direkte Konkurrenz zu Lara Croft erwartet, wird enttäuscht sein. Uncharted lebt nämlich eher von den intensiven Shootouts als von epischen Erforscherelementen. Die Klettersteuerung wurde beinahe 1:1 von den neueren Tomb Raider-Spielen übernommen, kommt aber meist nur beiläufig zum Einsatz. Auf die Ballersequenzen wurde mehr Wert gelegt. Sie spielen sich exakt wie Epics Action-Epos um blutrünstige Mutanten und bullige Plastiksoldaten. Ihr huscht von einer Deckung zur nächsten, könnt auch blind in die ungefähre Richtung der Gegner ballern und wenn ihr mal keine Munition mehr habt, dürft ihr die Finsterlinge auch mit simplen Nahkampf-Kombos eindecken. Die Action ist gut durchdacht, wird aber gerade gegen Ende, wenn ihr es neben Söldnern auch noch mit Gollum-artigen Monstern zu tun bekommt, stellenweise ein bisschen unübersichtlich. Ein weiteres Problem des Spiels ist die in den späteren Missionen fehlende Abwechslung. Anfangs kommt ihr von einer coolen Situation in die nächste, müsst die Kanone eines fahrenden Jeeps übernehmen und dürft dabei sogar die Vegetation am Wegesrand roden, oder ihr steuert einen Jetski über tosende Stromwellen. Gegen Ende fehlt dem Spiel diese Abwechslung. Ihr geratet nur noch von einer Schießerei in die nächste, löst zwischendurch simple Rätsel und sprintet größtenteils durch düstere Innenabschnitte. Hier geht Uncharted die anfängliche Faszination verloren. Es ist nämlich zu Beginn unglaublich cool, durch Ruinen zu streifen und sich an den malerischen Dschungelhintergründen satt zu sehen. Irgendwann schwenkt das Spiel dann aber vom leichtfüßigen Indiana-Jones-Abenteuer auf ernsten Horror um. Der Hauptcharakter reißt immer noch seine lockeren Sprüche, die Story hält im letzten Drittel aber einen zwar nachvollziehbaren, doch trotzdem deplatziert wirkenden Twist bereit. Die Idee, das Spiel knallbunt beginnen zu lassen und dann immer mehr in düstere Regionen abzudriften, ist zwar prinzipiell gut, hätte aber ein bisschen mehr Feinschliff vertragen können. Besonders die zunehmend frustigen Stellen, die euch kurz vor Schluss und dann besonders im Finalkampf erwarten, hätten nicht unbedingt sein müssen. Trotzdem, wer vor seinen Kumpels mal so richtig mit der Grafikpower der PS3 protzen will und nebenbei Lust auf ein spannendes Abenteuer im Indiana Jones-Stil hat, macht mit Uncharted nichts falsch. Auch wenn das Spiel nicht die maximale Auflösung von 1080p unterstützt, sind der anfängliche Dschungellevel, die Fahrt mit dem Jeep und die Wildwasserfahrt unglaubliches Eye-Candy. Mehr zum Spiel lest ihr natürlich im ausführlichen Test im Heft.